Ich habe von der berühmten Bastei in der Sächsischen Schweiz ein Gigapixel-Foto erstellt. Aus 841 Fotos wurde eine 1,6 Gigapixel-Bilddatei. Funktioniert das einfach so in Lightroom? Und was ist, wenn ich nicht ein Gigapixel-Panorama, sondern sogar ein Gigapixel-HDR-Panorama erstellen möchte? Ich habe es für dich ausprobiert und einen kompletten Tag gebraucht, inklusive mindestens 10 Mal Fluchen, dieses Bild zusammenzurechnen. Um dann die Erkenntnis zu bekommen, wenn ich mich nur ein bisschen von diesem Gigapixel löse, etwas drunter bleibe von der Auflösung, dann geht das auf einmal völlig automatisch in nur 15 Minuten. Normalerweise geben wir die Auflösung von der Kamera in Megapixel an. 24, 45, vielleicht auch 60 Megapixel. Ich mache gern Panoramaaufnahmen. Das ist heute super einfach. Einfach in Lightroom reinhauen und die 3-4 Fotos werden zusammengerechnet zu einem Panorama. Auch ein HDR-Panorama rechnet Lightroom sehr einfach zusammen. Einfach auf Belichtungsreihe stellen, mehrere Fotos schießen. Idealerweise vom Stativ, geht aber auch Freihand. Und du bekommst nicht nur mehr aufs Bild, also einen größeren Winkel, sondern gleichzeitig erhöhst du ganz einfach deine Auflösung. Ich habe seit kurzem einen motorisierten Pan- und Tilt-Kopf. Der ist eigentlich für die Videografie. Der hat aber auch eine spannende Funktion für Fotos, automatisierte Panoramaaufnahmen oder sogar einen Matrix-Modus. Das gleiche gibt es übrigens auch für viele Gimbals. Das heißt, in der App stelle ich die Brennweite ein, den Kopf verbinde ich per Kabel mit der Kamera und auf Knopfdruck schießt sie ganz automatisiert mein Matrix-Panorama. Und zwar sowohl horizontal als auch vertikal. Stelle ich 70 mm Brennweite ein, dann wird ein Matrix geschossen von 10x10 Fotos, also 100 Fotos. Und mit der Sony 6600, das ist eine 24-Megapixel-Kamera, sind das zusammengerechnet dann ca. 500 Megapixel. Und bei 180 mm Brennweite sind das schon 29x29 Fotos als Matrix, 841 Fotos und insgesamt 1,6 Gigapixel. Das Fotografieren selbst war ziemlich einfach. Ich muss natürlich die Kamera im manuellen Modus einmal einstellen, auf die Mitte meines Motivs ausrichten und in der App auf Start drücken. Dann dauert das etwa 25 Minuten, bis die Matrix durchfotografiert wurde. Am Computer habe ich dann alle Bilder markiert. Foto, Zusammenfügen von Fotos und Panorama und dann gewartet. Ich habe ja einen neuen MacBook Pro mit M1 Max. Das wird schon nicht allzu lange dauern, oder? Gewartet. Und gewartet. Ich weiß nicht genau, wann der Punkt war. Ich glaube, schon nach 30 Minuten ging der Balken nicht mehr weiter. Das war noch kein zusammengerechnetes Panorama. Das ist nur die Erstellung der Vorschau. Jedenfalls habe ich 2 Stunden gewartet und der Balken hat sich nicht mehr bewegt. Abbrechen ging auch nicht, also abgestürzt. Na toll. Meine nächste Idee war, als JPEG zu exportieren. Ich dachte, JPEG ist halt einfacher zu verarbeiten als RAW. Und dann in Photoshop zusammenzurechnen. Ging aber auch nicht. Dann habe ich das Bild in Streifen geteilt und in Lightroom immer 87 Bilder zusammengerechnet. Also jeweils 3 Reihen. Das klappte relativ gut. Und dann zum Schluss alle Reihen zu einem großen Bild. Und das wollte Lightroom wieder nicht machen. Es kam aber keine Fehlermeldung, sondern er hat sich einfach wieder aufgehängt, ohne irgendeinen Hinweis. Nächster Versuch, Photoshop. Ich habe die Panoramastreifen im DNG-Format, die Lightroom erstellt hat, über die Funktion Photomerge zusammengefügt. Es dauerte ewig, aber es funktionierte und ich hatte endlich mein Gigapixel-Bild. 55.000 mal 30.000 Pixel. Wahnsinn. Und jetzt das RAW bearbeiten. Und wieder habe ich was dazugelernt. Das Limit von Adobe Camera Raw ist also 536,9 Megapixel. Na toll, das fertige Gigapixel-Bild ließ sich also nicht vernünftig bearbeiten. Ich hätte also die vorigen Streifen bearbeiten müssen und nicht das fertige Gigapixel-Bild. Aber ich glaube, genau das erklärt auch, warum Lightroom abgestürzt ist. Die Grenze von 536 Megapixel. Übrigens, als PSD speichern geht auch nicht mehr. Die Datei ist zu groß. Es wird jetzt ein Dokumentenformat. Wer ist eigentlich der Sponsor heute? Ach so, ich! Dieses Video wird unterstützt von meinem Masterclass-Kamera-Workshop.
Bei mir gibt es nicht nur einen allgemeinen Fotokurs, sondern Masterclass speziell zu deiner Kamera, bestehend aus über 120 Videos und weitere sind bereits in Planung. Wenn ich dir also deine Kamera genau erklären soll, dann schau mal auf meiner Seite vorbei. Klapsus.de. So, und jetzt kommen wir zur Lösung. Wie schon gesagt, habe ich nicht nur mit 180 mm fotografiert, sondern auch mit 70 mm und 10x10 Matrix. Und das dauerte nicht den ganzen Tag, sondern hat Lightroom an meinem Rechner in 15 Minuten zusammengerechnet. Und ich konnte es ebenfalls in Lightroom ganz normal bearbeiten und ganz normal exportieren, wie jedes andere Foto auch. Das Gleiche habe ich auch als HDR-Panorama probiert. Ich dachte, jetzt wird es wieder schwer, aber überhaupt nicht. Eine Belichtungsreihe mit 3 Fotos als 10x10 Matrix, insgesamt 300 Fotos, waren ebenfalls in 15 Minuten zusammengerechnet. Und das hat mich schon ganz schön überrascht. HDR ist also deutlich weniger ein Problem als eine zu hohe Auflösung. Wenn du das also selbst mal machen willst, träum nicht vom Gigapixel, spielt in der Realität eh keine Rolle, selbst wenn du das Foto stark vergrößert drucken willst. Apropos Drucken, ich habe in dem Zusammenhang in meinem Blog einfach mal einen DPI-Rechner erstellt. Habe ich dir ebenfalls verlinkt in der Beschreibung. Wenn du mit dem 500-Megapixel-Bild, also eine Wand tapezieren willst, 2,5 Meter mal 3,75 Meter, dann siehst du bei einem Betrachtungsabstand von 50 cm immer noch jedes kleine Detail. Für den Druck genügt dann übrigens 175 dpi. Du kannst mit dem Rechner also ausrechnen, wie viel Megapixel sinnvoll sind, aber auch mit wie viel dpi gedruckt werden sollte, damit dein Foto bei angegebenem Betrachtungsabstand noch perfekt aussieht. Viel Spaß mit dem Rechner. Lass ein Like da, würde mich freuen. Abonnier mich gerne, würde mich auch freuen. Und erzähl mir mal deine Erfahrung mit hochauflösenden Fotos. Und hier geht's zu meinem Fotokurs. Wenn ich dir das Fotografieren beibringen soll, dann klick mal hier. Danke fürs Zusehen, bis bald.